meine Freunde, das nächste Video. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen. Es geht sich um das B450E Gaming Mainboard von Asus und der neue AMD Ryzen 5 3600 mit einem Takt, Turbotakt von 4,2 und einem normalen Takt von 3,6 ist die Base, ja. Das wollen wir heute uns anschauen. Aber wir werden erst einen älteren montieren, weil das Board, so wie es aussieht, ein BIOS-Update braucht, bevor die neuen 3600er Prozessoren funktionieren. Ja, weil wir sehen ja hier, steht auch nur Desktop Ready 2000er. Es kann sein, dass sie funktioniert. Es kann aber auch nicht sein. Und da wollen wir auf die sichere Seite gehen. Das heißt, wir machen hier erst einen anderen Prozessor drauf, machen das Update, dann montieren wir den, gucken, ob alles läuft und dann ja, wollen wir das so mal machen, weil das ist jetzt nicht von mir, sondern das hat mir ein Abonnent zugeschickt, weil er nicht genau wusste, ob es oder ob es nicht der Fall sein soll und hat dann gesagt, dann schicke ich die Sachen direkt zu dir, also die kamen direkt vom Hersteller, kamen die direkt zu mir, die Sachen und ja, ich soll das dann machen und ich habe gesagt, bei mir ist das kostenlos, dafür darf ich ein Video machen. Ja, ja, er meinte aber, er wollte mir trotzdem was dafür schicken. Gut, da freue ich mich natürlich immer, ist ganz klar, ja. Das heißt also, wir schauen uns die Sachen an und da wollen wir ganz einfach gucken. Gut, den Prozessor brauchen wir uns nicht angucken, ne, das kennen wir alle, AM4 Sockel und ansonsten, ja. Ist die Box-Version, so viel ich weiß, und Kühler. Müssen wir mal gucken, ob hier einer drin ist. Ich weiß es nicht. Glaube schon, dass einer mit drin ist. Ja, ne? Schauen wir uns gleich mal an. So, aber das Board, ne? Asus Strix. Wollen wir mal gucken. Hier haben wir so eine schöne neue Kiste jetzt. Da wird wahrscheinlich das ganze Zubehör drin liegen. Ja, und hier unten liegt schon das Board drin. Ja, wir fangen mal mit dem Board an. So. Das holen wir schon mal raus, gucken wir, was hier drunter liegt. Ja, hier drunter liegt auch noch einiges. Hier liegt noch das Handbuch. Hier liegt noch ja, eine Karte drin mit Hinweisen. Dann haben wir hier noch drin. Oh, schöne Aufkleber. Ja, wenn auf Asus Aufkleber steht, hier die kleinen sind zum Beispiel immer schön für Lüfter. Ja, wenn ihr Lüfter habt, wo euch die Aufkleber nicht gefallen, macht ihr einfach hier die Aufkleber drauf. Sieht immer gut aus, habe ich auch schon mal gemacht. Dann gucken wir mal, was hier ist. Hier liegt ein SATA, zwei SATA-Kabel drin. Hier liegt ein ARGB-Kabel drin. Oh, hier ist noch jede Menge drin. So, dann haben wir hier noch drin auch nochmal SATA-Kabel. Dann haben wir hier nochmal ein RGB, aber gucken, ob das jetzt auch. Das sieht mir aus wie eine Verlängerung. Das ist eine Verlängerung für ARGB. Hier haben wir nicht Störenschild, wenn ihr am Zocken seid, damit die Mama nicht reinkommt. Kabelbinder, Schraube für M2. Hier ist ein Connector für USB 2. Nochmal kleine Schraube für M2 und nochmal kleine Schraube für M2. Ja. Das war es eigentlich schon. Ja, Handbuch, Treiber-CD, alles mit drin. Das kommt aber hier oben hin. Moment. Mal gucken, dass wir das wieder richtig reinkriegen hier. So. So. Ich weiß gar nicht, was hier drin sein soll. Also, es ist gut gemeint. So, hier ist noch was drin. Ach, das ist das komplette WLAN-Modul. Und Bluetooth-Modul, das musst du noch aufs Board einbauen. Ah, gut, okay. Das muss man noch selber machen. Na ja, gut. Ja, hier war dann praktisch das drin. Also, das muss man dann selber noch einbauen. Dafür auch die vielen. Ich habe mir schon gedacht, warum sind so viele kleine Schräubchen da? Ja, das muss man dann praktisch alles noch selber machen. Ja. Warum das jetzt gut sein soll, weiß ich auch nicht. Vielleicht nur, wer es braucht, baut es sich ein, aber dann würde ich mir ja so ein Board nicht bestellen. Ne? Ja, jetzt habe ich es nicht richtig zubekommen. Lassen wir mal auf Seite. Wir stellen das mal hier rüber. Das stellen wir auch mal hier rüber. Jetzt schauen wir uns das Board an.
Ja, das sieht doch schön aus. Wunderbar. Da haben wir das Prachtstück. So. Aber wir müssen uns das mal genau anschauen. Hier auf jeden Fall eine riesengroße Abdeckung hier. Komplett. Wir haben hier schöne Kühlkörper. Der ist auch sehr hoch hier. Ja, dass da auch wahrscheinlich vernünftig gekühlt wird. Wenn wir dann mal schauen möchten. Hier oben haben wir zum Beispiel zweimal Lüfteranschlüsse. Ja, CPU und optische CPU. Ja, passen auch Pumpenanschlüsse. Ich werde immer wieder mal zwischendurch gefragt, kann man an einen Lüfteranschluss auch einen Pumpenanschluss anschließen? Ja, ja, ihr müsst es nur im BIOS dann eben regeln. Ja, gucken, ob das auch automatisch erkannt worden ist. Wenn nicht, müsst ihr das einfach ein bisschen umstellen. Ja. Denn ihr müsst ja gucken, wie eure Pumpe laufen soll, ob die mit 12 Volt laufen soll, soll die mit voller Geschwindigkeit laufen, wollt ihr sie regeln, ja, runterregeln und so weiter und so fort. Dann haben wir hier RGB, den ganz normalen. Ja, das sind 12 Volt, das sind 4 Pin. Hier haben wir den 24 Pol, hier ist USB 3.0, 4 RAM-Bänke, auch in Ordnung, Sockel ist auch in Ordnung, Spannungswandler, ja, und so das weiter. Das haben wir auch, dann haben wir hier nochmal zwei Lüfteranschlüsse, auch nochmal gut, ja, zwei Stück hier an der Seite. Na, da ist wahrscheinlich dann hier einmal Pumpen, genau, einmal IO-Pump, ja, und einmal Fan noch dazu. Dann haben wir hier oben die für den CPU-Lüfter, hier nochmal für die Pumpe und so weiter. Chipsatz, hier ist eine M2 mit Kühlung drunter. Das ist mit so einem Kühlpad. Hier haben wir A6x SATA 6 Gig. Hier haben wir auch noch ein M2. Und das dürfte die kleine sein für die WLAN-Sache. Haben wir nochmal zweimal Lüfteranschlüsse, auch nochmal wichtig. Hier haben wir dann nochmal 12 Volt. Hier haben wir dann 5 Volt ARGB. Dann haben wir hier USB 2.0. Das dürfte der COM sein, hier müsste der Audio sein, genau, hier ist der Audioanschluss. Sehr guter Audio-Chip, muss ich dazu sagen. Da kann man schon ein bisschen was mehr mit anfangen, wie mit jetzt anderen Boards, die ich in letzter Zeit gezeigt habe. Wenn wir hier schauen, ja, da ist auch der digitale Anschluss dabei. Dann haben wir hier den LAN, zweimal USB 3.0, zweimal 3.0 Typ 1. Dann haben wir hier DisplayPort, HDMI, USB Typ C, und dann nochmal hier, ja, A, auch nochmal USB 3.0, dann zweimal 2.0, einmal PS2 Anschluss noch für Tastaturen. Viele schwören auf diesen Anschluss immer noch, darum bleibt er auch bei den neueren Boards. Die Blende ist fest integriert, finde ich schön. Hast du keine Schwierigkeiten mehr, einfach eingebaut, fertig. Haben wir einen verstärkten, aber noch einen verstärkten Anschluss, ja, also mit Metall verstärkte Anschlüsse. Ja. RGB-mäßig weiß ich jetzt nicht, hat einige, ein paar Sachen. Ich glaube hier auf jeden Fall dieser Teil und glaube ich hier am Chipsatz dürfte auch noch was sein. Da ist also ein bisschen RGB noch mit dabei. Ja, und ansonsten anschlussmäßig, ja, war es das. Hier oben haben wir ein 8-Pin, ja, also ganz normales Netzteil mit einem 8-Pin reicht hier vollkommen aus. Denn mein neues System, was ich demnächst zeige, das ist das Z390 und das hat wieder ein 8, ein 4-Pin dann. Müssen wir mal gucken. Ja, wie gesagt, also hier das vom Bord her, sehr schön. Also macht man eine gute Verarbeitung. Hier, wenn man hier unten nochmal schaut, hier sind auch nochmal Wärmepads drunter unter dieser Platte. Das heißt nochmal für die Spannungswandler. Also hier auch nochmal gekühlt von unten her. Hat man auch selten, muss ich dazu sagen. Habe ich, glaube ich, erst ein-, zweimal gesehen. Ganz toll. Vor allen Dingen auch hier die Beschriftung hier. Aber gut, das sieht man jetzt nicht, ne, wenn man es eingebaut hat. Aber naja, trotzdem jecke Sache mit dieser Platine hier. Hm. Da ist noch ein Aufkleber drauf. Combatex, Asus, Hersteller. Aber das ist eine schöne Sache. Ja, wir haben eine schöne Backplate. Das ist ja bei ARM4 sowieso ganz gut, dass wir eine Backplate haben. Die zwei Halter, je nach Kühler, braucht man dann nicht. Aber macht mir persönlich sehr guten Eindruck, hochwertigen Eindruck, eben Asus-mäßig. Schon toll, da sieht man sich, die haben sich Mühe gegeben. Was haben wir jetzt, eine Fliege hier drin? Habe ich auch noch nicht gehabt. Naja. So, also. Tolles Board, gefällt mir sehr gut. Ja.
technische Daten nehmt ihr einfach bitte dann der Beschreibung. Ich setze das Board rein, da könnt ihr gucken, könnt ihr euch die technischen Daten mal anschauen. Ja, genaue Leistung, RAM zum Beispiel und so weiter und so fort. Ja, also wie gesagt, aber B450. Ja, und da wollen wir natürlich jetzt mal gucken, dass wir das Board anschließen. Ich habe schon mal alles so ein bisschen vorbereitet. Ich muss noch den RAM, glaube ich, holen. Den habe ich noch nicht. Mal alles besorgt. Da ist die CPU drauf. Hier haben wir den RAM. Mal gucken. Immer den zweiten und den letzten wollen wir bestücken hier. So. Ja, RAM ist ja in letzter Zeit doch wieder eigentlich relativ günstig geworden, finde ich. Ja, also den RAM, den ich hier habe, der hat mal 200 gekostet. Den kriegt man mittlerweile wieder für 130, was ich gesehen habe. Und wer sich jetzt mit dem RAM nicht sicher ist, wie gesagt, da gibt es ja immer das Handbuch. Ja, da könnt ihr nochmal reinschauen. Hier ist auch die Treiber-CD, hatte ich eben vermisst. So, dann steht hier also nochmal genau, meistens immer am Anfang, wie die RAM-Belegung ist. Hier sehen wir es. Einer kommt in den A2, bei 2 A2 und B2, also haben wir es so, wie ich gemacht habe, hier richtig installiert. Ja, hier seht ihr das nochmal. Ne, bei 4, klar, kann man nichts falsch machen, nimmt man alle 4 Bänke. Bei einem ist es der A2 nur. Das wäre nur der einzelne. So, also, haben wir auch. Sind wir also auch schon mal wichtig. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt müssen wir erst hier mal den Prozessor runterschrauben. So, das ist der Athlon, der hier drauf sitzt, ja, und da gucken wir mal, zum Flächen reicht der vollkommen aus. Nehmen den Kühler kurz runter. Ich muss auch noch mal fragen, ob ich eigentlich nachher, wenn ich alles drauf habe, ob ich das drauf lassen soll direkt. Oder ob ich das wieder einpacken soll und dann einzeln verschicke. Müssen wir mal gucken, muss ich ihn nochmal anschreiben. So, machen wir den Lüfter schon mal runter. Hier haben wir die CPU, die machen wir erstmal ein bisschen sauber. Und ihr seht auch hier wieder mein Abbild. Da, also überall schön Wärmeleitpaste, schön verteilt. Klein bisschen da auf der Ecke zu viel. Ne, aber das ist ja nicht schlimm. Ein klein bisschen zu viel ist, kann es sein. Zu wenig ist immer schlecht, finde ich. Ja, es darf auch jetzt nicht zu viel über sein, wenn es da schon runterläuft und alles versaut ist. Das muss auch nicht sein. Also da muss man echt so ein bisschen Händchen zeigen. Es macht einfach ja auch bei uns hier, die so Kanäle haben jetzt, einfach die Sache, dass wir das ja sehr oft machen. Und dann irgendwo dann schon so gewisse Routine reinkriegen, wie viel man ungefähr drauf macht. Ja. Aber auch da ist manchmal noch ein bisschen schwer. Wir machen auch mal, ich mache manchmal auch immer noch ein bisschen zu viel drauf. Ja, aber wie gesagt, ne, immer dran denken, das Ganze hier mache ich hobbymäßig. Mache das nicht berufsmäßig, mache das auch nicht hier, um reich zu werden. Das schafft man heute, glaube ich, noch seltener. So. Dann haben wir das auch. Können wir die CPU runternehmen, aufmachen, immer wichtig. Dann nehmen wir die CPU runter. Dann machen wir hier den Sockel auf. Dann legen wir den auch so ein, wie er da drüben war. Zugemacht und das war's schon. Ja, jetzt machen wir hier auch noch ein bisschen mal sauber, damit es nicht noch mehr wird an der Seite. Und ihr seht hier bei der MX4, die ich immer nehme, also ist eine tolle Wärmeleitpaste und der ist jetzt schon hier wirklich eine lange Zeit drauf. Also da trocknet nichts aus irgendwie oder wird brüchig oder hart nach der Zeit. Und da gibt es wirklich andere, die ich schon gehabt habe. Und da hat man dann wirklich schon nach der Zeit, dass die trocken ist. Also das habe ich in dem Maße wirklich auch bei manchen noch nicht erlebt, aber wie gesagt, es gibt welche, die wirklich dann schon sehr trocken sind. So, können wir hier das zumachen. Jetzt haben wir hier die Backplate.
Das legen wir erstmal ein bisschen auf Seite. Weiß nicht, ob ich das nachher wieder drauf mache oder auch nicht. Muss ich mal gucken. Weil ich habe ja noch ein Bocht. Ein A320. Muss ich mal gucken. So. Ja. Dann muss nämlich hier auch jetzt die Klammern runter. Seite. So. So, wie gesagt, ne, das ist die MX4 hier, die ich hier habe. Ja, absolut toll. Machen wir hier. Da mache ich jetzt nicht großartig, dass ich jetzt verstreiche, weil die kommt ja gleich wieder runter, die CPU. Das mache ich jetzt nur einen kleinen Klecks drauf, damit wir hier erstmal gucken, dass wir das am Laufen kriegen, dass wir hier das BIOS dann flashen. So. So, dann haben wir hier vorne schon mal drauf. Fangen wir hier an, gehen hier rüber. Ja, einige fragen mich immer noch, ob der Kühler hier, der dabei ist, ob der ausreicht. Natürlich reicht er aus. Nur beim Übertakten, wenn man das machen möchte, sollte man schon gucken, dass man einen besseren Kühler drauf macht. Also da muss ich wirklich sagen, beim Übertakten. Jetzt müssen wir mal gucken, welcher ist hier. Einmal gibt es ja CPU und einmal gibt es den optischen CPU. Jetzt muss ich mal gucken. Kriege ich das hier gelesen? Da steht nichts. CPU-Fan und der untere ist optisch, also der obere. Halt. Richtig rum. So. Ja, da sind wir schon eigentlich fast durch. Gucken wir mal. Ja. Der war ja mit Grafik, genau. Da brauchen wir keine Grafikkarte. Ist auch immer gut. So, dann hatte man hier schon Strom drauf, machen wir nochmal aus. So, den brauchen wir nicht, den brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir, dann haben wir hier den HDMI. Hier haben wir aber Lautsprecher brauchen wir auch nicht, die Tastatur brauchen wir. So, die Maus brauchen wir und das war's. Internet und Sound brauchen wir nicht. Dann räumen wir das jetzt mal kurz weg. So. Seht ihr, und so schnell geht das dann, dass man sich das schon mal zusammensetzt. Weil ich mache das meistens gerne, dass ich meine Systeme vorher so ausprobiere. Denn wenn alles eingebaut ist, musst du wieder alles ausbauen und ärgerst dich und. So kann man wenigstens schon mal kurz einen Test machen. Aha, läuft alles, ist alles in Ordnung. Ja, hier ist noch die Folie drauf. Hier lasse ich jetzt für den Test noch drauf oder soll ich das schon runternehmen? Dann hat das gespart, dann vergisst das auch nachher nicht. So, dann machen wir sie schon runter. So, dann wird es auch nicht warm oder so. So, war hier keine Folie drauf. Nö. Ja, Monitor haben wir angeschlossen, da haben wir Strom, hier haben wir Strom. Festplatte brauchen wir erstmal keine, wir wollen ja nur das BIOS flashen. Ja, jetzt brauchen wir hier noch einen Ausschalter. Kann man auch so bei eBay kaufen, sieht so aus. Ja. Wer also jetzt kein altes Gehäuse hat und sagt, ja, wo kriegt, kann man auch so kaufen. So, haben wir. Ja. Steht zwar Reset drauf, aber geht auch für Power. So, einschalten. Fertig. So, jetzt wollen wir mal gucken. Die Beleuchtung vom Bocht sieht sehr schön aus, ist aber wirklich nur hier oben an der Seite. Da sind wir schon. Ja, F1. Und dann sind wir im BIOS. Genau. So, dann gucken wir mal, was haben wir für eine BIOS-Version hier drauf.
Ja, ich werde demnächst auch eine neue Kulisse bekommen. Das heißt, ich habe mir überlegt, dass ich mir den einen Kellerraum komplett schön mache, also wirklich als reines PC-Zimmer. Ja, jetzt können wir hier OK klicken. Ihr seht das. Macht das schon von alleine. Ja, in der nächsten Zeit macht er das schon von selber. Jetzt startet er wieder. Jetzt müssen wir wieder auf Entfernen gehen. So, F1 hat ja neues BIOS drauf. So, und da sehen wir da oben, ja, die Maus ist fürs BIOS nicht geeignet, glaube ich. Kann man, glaube ich, einstellen. Es steht da oben, steht 2406x64, also hat das schon mal geklappt. Ja, da ist immer noch der Athlon drauf. So, mit der Grafik, Hebel hoch. Seht ihr, hier ist die Ecke noch richtig groß, golden gemacht. Ja, lege ich jetzt mal hier rüber. Und da war sie ja doch sehr klein. Also da ist nur noch so ein kleiner Punkt drauf. Ja. Ja, also so drauf und fertig. So, jetzt müssen wir wieder Wärmeleitpaste. Jetzt machen wir es aber vernünftig, weil er bleibt ja je nachdem drauf. Ich weiß es ja nicht genau, was derjenige jetzt macht. Naja, das hatte ich jetzt vergessen. Ja. Die CPU hat ja keine Grafikkarte. Halt. Fahren wir erst wieder aus. So. Strom raus. Dann haben wir die Grafikkarte rein. So, müsste drin sein. Hält hier so? Nein, da müsste eigentlich was drunter. Der Karton hier, der tötet. So, ist die Grafikkarte drin. 2x6-Bit anschließen. So. Einmal. Zweimal. So, dann haben wir die Grafik auch. HDMI hier oben. So. Strom drauf. Und so, mal gucken. Da kommt doch was. Jawohl. Da sind wir. So. Was haben wir? Wir haben den AMD Ryzen 5 3600 6-Core Prozessor hier drin. So. Mal gucken. Hier. Das so, ist die ganze Beleuchtung hier. Nochmal vom Bord gezeigt. Ansonsten haben wir keine Beleuchtung. Ja. Somit ist das geflecht. Weiß nicht, ob ich jetzt nötig war, unbedingt. Aber wir haben es gemacht und damit ist er auf der sicheren Seite. Ne? Und damit schicke ich ihm das jetzt wieder zurück. Also was heißt zurück? Ich schicke ihm das jetzt zu, damit er auch dann mit arbeiten kann. Ja, so kann man es machen. Ja, wenn es sein sollte. Ich bin mir jetzt nicht sicher gewesen, ich hätte vielleicht erstmal die CPU einbauen sollen, vielleicht wäre auch dann so gelaufen, ich weiß es nicht, aber wir haben es jetzt mal so gemacht, um zu zeigen, wie man es dann eben macht, wenn es notwendig ist. Damit sind wir fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, war ein bisschen informativ für euch, ja, das heißt, so kann man es machen, wenn es sein muss, ne? Wenn es jetzt nicht sein müsste, ja, dann braucht man das Ganze natürlich nicht machen, dann macht man die CPU drauf und kann dann sein System
ganz einfach, ganz normal starten, macht, wenn es dann da ist, ein BIOS-Update drauf und fertig. Ja, ja, ansonsten, was sage ich immer ganz zum Schluss? Bleibt gesund, schaltet ein, lasst ein Abo da, da freue ich mich drüber. Ja. Und ansonsten, die nächsten Videos kommen. Ich habe so viel da, ich habe eine neue Grafikkarte da, ich habe neues Gehäuse da, ich habe ein neues System, wird komplett kommen. Ja, viele haben schon gesehen, hier die Kabel kommen auch neu. Ja, das ist hier, habe ich mir mal kommen lassen von der Firma. Das sind schon fertig gesleevte Kabel. Ja, da wird auch ein Video jetzt drüber kommen und so weiter. Also wie gesagt, lasst ein Abo da, dann verpasst das nicht. Mein Keller, den nehme ich in Angriff. Ich habe jetzt noch eine Woche, dann habe ich Urlaub. Dann werde ich den Kellerumbau vornehmen. Und dann gibt es auch neues Ambiente und so weiter. Und vielleicht auch viel mehr Platz, dass ich ein bisschen besser noch präsentieren kann. Ja, und Tests machen kann. Und ansonsten, wie gesagt, meine Freunde, bleibt gesund, allerwichtigste, und tschüss zusammen.